PR-Marketing-Agenturen, die sich spezialisiert auf die Vermarktung von touristischen Unternehmen, Ländern, Städte, Fluggesellschaften. Also wir vertreten in Deutschland diverse Kunden aus aller Welt. Und ich bin verantwortlich dort für die südamerikanischen Länder. Wir vertreten Chile, unter anderem Ecuador, Panama in Zentralamerika, die LATAM Airlines Group, die sich gerade zusammengetan haben mit den beiden Marken LAN Airlines und TAM aus Brasilien. Und heute Abend sind wir hier für eine Veranstaltung für die chilenische Region Araucanía. Die ist bislang sehr wenig bekannt. Man kennt in Chile vielleicht Patagonien und die Atacama-Wüste. Araucanía, die Region im kleinen Süden, ist etwas weniger bekannt und hat sich deshalb zum Anlass gemacht, sich in Deutschland mal zu positionieren. Und wir haben heute eingeladen verschiedene Reiseveranstalter, Reisebüros, damit sich die Region mal anschauen genau, überlegen, ob sie es in ihren Katalog aufnehmen können und eben an ihre Kunden auch verkaufen können als neues, relativ neues und relativ unbekanntes Reiseziel. Gleichzeitig machen wir aber auch viel Werbung für Endkonsumenten, für die Verbraucher, machen PR-Arbeit jeglicher Art, laden Journalisten ein, nach Chile zu kommen in die Region, runden, bieten quasi das ganze Spektrum der Vermarktung und Marketing ab, um Chile in Deutschland weiter bekannt zu machen. An Araucanía, an der Region in Chile, ist ganz besonders die Natur, zeichnet sich aus durch Nationalparks zum Beispiel. Es gibt 5 Nationalparks, die quasi das ganze Land abdecken, die ganze Region abdecken. Es ist ungefähr so groß wie Belgien. Und das besondere Erlebnis dort in der Region ist die Mischung aus purer Natur, das Erlebnis in der Natur, verschiedene Sportarten zu machen, von Kayaking, Rafting, Wanderung natürlich, es gibt viele Vulkane, aber in Verbindung mit Kulturerlebnis. Dort lebt eine der größten Minderheiten in Chile, das ist die Mapuche-Kultur, die heute immer noch ihre Traditionen und Kulturen pflegt. Eine der wenigen indigenen Kulturen in Südamerika überhaupt noch, die heute so aktiv oder so in großer Zahl überhaupt leben. Und das ist vielleicht das Besondere. Und man kennt die großen Torres del Paine in Patagonien, man kennt den Norden in Chile mit der Wüste Atacama. Und diese Region im kleinen Süden von Chile ist ganz besonders. Man sagt auch, es ist die chilenische Schweiz. Man kann es vielleicht vergleichen, aber es ist natürlich schon ein sehr anderes Erlebnis. Wir sind da auf der südlichen Welthalbkugel. Beste Reisezeit ist daher auch unser Winter, sprich zwischen September und März. Ja, wie kommt man am besten nach Chile? Man fliegt, verschiedene Fluggesellschaften bieten Flüge an nach Chile. Der Flug geht grundsätzlich mit einem Umstieg über verschiedene Wege, entweder mit TAM Airlines über Sao Paulo ab Frankfurt. Es gibt die andere Möglichkeit mit LAN Airlines von verschiedenen deutschen Städten aus über Madrid zu fliegen. KLM bietet den Flug an, beziehungsweise KLM Air France über Paris bzw. Amsterdam. Und der Flug dauert ungefähr zwischen 15 und 20 Stunden, je nachdem, wie viel Zwischenstopp dabei ist. Also es ist eine lange Reise, es lohnt sich aber. Man sollte vielleicht auch ein bisschen Zeit einplanen. Eine Woche ist definitiv zu kurz. 3 Wochen kann ich sehr empfehlen. Wer mehr Zeit hat und investieren kann, der ist glücklich und kann das ganze Land von Nord bis Süd entdecken. Es sind immerhin ungefähr 4.300 Kilometer. Und insofern denke ich, dass 3 Wochen eine sehr gute Zeit sind, um in Santiago zu starten, sich zu entscheiden, will ich in den Norden fliegen oder in den Süden fliegen und dort verschiedene Aktivitäten.
Thank you.